circa 4 Jahre ist es schon ein aktiver Gaming-Kanal, beziehungsweise ein aktiver YouTube-Kanal, nämlich Daniel Gaming. Und zwar sind wir jetzt bei 10.000 Abonnenten angekommen und haben jetzt seit ungefähr einem Jahr kein Abonnenten-Special mehr gemacht, beziehungsweise habe ich jetzt auch keins in Planung im Moment. Denn vor circa einem Jahr hatten wir die 3.000 Abonnenten-Marke geknackt und damit auch ein wirklich großes Special gehabt, beziehungsweise halt ein spezielles Video. Dazu geht es natürlich jetzt oben links, beziehungsweise ist es auch in der Videobeschreibung vorhanden, dieser Link, wo es ein großes Special gab mit allen Rückblicken, allen derzeitigen oder damaligen ja, besonderen Augenblicken, könnte man sagen. Und das war ein ganz cooler Zusammenschnitt, wie ich fand. Seitdem, beziehungsweise seit einem Jahr, bin ich ja mehr oder weniger auf den Bereich Game-PC mehr und mehr gerückt. Auch wegen der Nachfrage natürlich, da muss das Angebot natürlich auch stimmen. Und deswegen wird Daniel Gaming auch in Zukunft hauptsächlich immer noch ein Gaming-PC-Kanal bleiben. Trotzdem werden es vereinzelt natürlich immer mal wieder Gaming-Videos geben. Besonders jetzt, worauf ich mich auch ganz doll freue, ist die Company of Heroes 2 British Forces-Reihe. Da mein Kanal natürlich schon seit Beginn der Zeit mit Company of Heroes 2 vertraut war, wird es auch weiterhin so sein. Und ich möchte euch an dieser Stelle für 10.000 Abonnenten einfach mal Danke sagen. Es hat als, ja, einfach nur Versuch begonnen, eben dieser Kanal, und ist jetzt schon so weit gekommen, seit über 4 Jahren jetzt schon aktive Videos zu machen. Und da möchte ich ganz herzlich auch die treuesten Abonnenten mich mal wirklich bedanken dabei. Und jetzt auch die ganzen Neuzugänge oder alle Fragen, die aufkommen. Ich möchte einfach nur Danke sagen für die Unterstützung, beziehungsweise auch für einfach nur das Anschauen meiner Videos, wenn es euch gefällt, beziehungsweise ich versuche ja das Beste euch zu bieten. Besonders in der Was beim Game PC Kauf beachten Reihe, die ja sehr erfolgreich war, sind wir jetzt mittlerweile in der dritten Generation angekommen. Also hier hat man auch gesehen, dass ihr natürlich das am meisten gemocht habt. Ich versuche jetzt mittlerweile euch irgendwie noch ein Gaming PC Zusammenbauvideo zu präsentieren, ist im Moment aber nicht so leicht. Kamera-Equipment habe ich alles, aber Gaming-PC habe ich im Moment nicht da. Mal schauen, 2016, wie gesagt, wird es wahrscheinlich kommen, ein Gaming-PC-Zusammenbau-Video. Ich freue mich schon, euch das präsentieren zu dürfen und kann da vielleicht auch auf mögliche Tipps oder Hinweise stoßen. Im Endeffekt ist es aber trotzdem leider nicht möglich, euch jetzt ein Gaming-PC-Spezial zu bieten bei der 10.000 Abonnenten-Marke, beziehungsweise euch einen 10.000 Abo-Special zu bieten. Das kann ich leider nicht machen. Ich kann nur Danke sagen und ja, bin gerade im Moment frisch aus dem Urlaub zurück und habe das direkt gesehen. Da muss ich natürlich direkt auch ein Video draus machen, weil ich persönlich finde, es ist ein großer Schritt und ja, ich hoffe weiterhin auf gute und tolle Unterstützung von euch, ja, dass ihr weiterhin so aktiv seid und so fleißig kommentiert. Falls ihr natürlich wichtige Fragen habt oder Fragen habt, die jetzt nicht geklärt werden auf YouTube, ist klar, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Ich versuche natürlich so viel wie möglich zu machen, aber das ist halt schwer bei über 100 oder über 200 Fragen pro Tag. Deswegen möchte ich euch da bitte auf mein Forum verweisen. Ihr könnt da einfach mal www.danielgaming.de oder hier in der Videobeschreibung einfach schauen. Da könnt ihr natürlich immer Fragen stellen. Die werden dann von meinem Support-Team auch beantwortet. Beziehungsweise auch hier mal Danke an meinen neuerdings treuen Supporter. Ja, und ja, einfach, wenn ihr wichtige Fragen habt oder wenn ihr auch einfach up-to-date sein wollt oder wichtige Ankündigungen nicht verpassen wollt. Steam-Gruppe, Facebook-Seite sowie auch die Website im Forum. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sich eben up-to-date zu halten, beziehungsweise auch Fragen zu stellen, falls welche offen sind. Und da muss auch nicht dann unter jedem Video immer wieder die gleiche Frage sein. Man kann einfach im Forum einmal in die Suchefunktion eingeben, was man für eine Frage hat. Und es wird eigentlich relativ schnell gefunden und dann hat man eigentlich auch schon seine Frage beantwortet. Ja, von dem her. Wie gesagt, ich kann es eigentlich hier nicht oft genug sagen. Dankeschön für die treue Unterstützung und auf mehr Abonnenten natürlich. Ich freue mich. Und ich habe schon was geplant für die 20.000er Marke, dass da eine Neuerung kommt, die auch teilweise lustig ist. Also ich denke, da wird es dann auch viele, viele Leute geben, die sich darüber freuen werden bei der 20.000 Abonnenten Marke. Das wird jetzt in Planung gehen. Ansonsten, ich versuche euch weiterhin up to date zu halten. Natürlich ist Daniel Gaming jetzt als Hauptkanal der Gaming-PC-Kanal.
Und wie ich schon sagte, werden trotzdem vereinzelte Let's Plays, Gameplays etc. kommen. Wir sind natürlich immer noch mit der Arme 3 Gaming Community aktiv, waren jetzt in der Sommerpause und werden wieder durchstarten, so wie der ETS 2 Konvoi am 22. Da nicht verpassen natürlich YouTube Livestream. Seid dabei. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und für die 10.000 Abonnenten, Leute. Danke, danke, danke und auf die nächsten 10.000. Macht's gut. Ciao.